Dann kommen wir zu Top 62 der Tagesordnung. Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion Die Linke. Wer zahlt für die Krise? Das Land Hessen muss sich für einen fairen Lastenausgleich und eine gerechtere Besteuerung der Vermögenden einsetzen. Und als Ersten darf ich Herrn Schalauske von den Linken ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir erleben in diesen Tagen einen, wenn nicht vielleicht sogar den größten wirtschaftlichen Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen. Ja, die Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit und zur Eindämmung der Pandemie, die waren größtenteils politisch richtig, aber sie haben eine sich schon bereits abzeichnende Wirtschaftskrise dramatisch beschleunigt. Die Folge: ein heftiger Anstieg von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, unzählige Insolvenzen, Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Für die Linke ist völlig klar, wer die Folgen der Wirtschaftskrise bekämpfen, wer die Menschen vor dem sozialen Abstieg schützen und Armut überwinden will, der muss den unverschämten Reichtum in dieser Gesellschaft endlich begrenzen und substanziell besteuern. Und Regierungen haben in den letzten Wochen hunderte Milliarden schwere Rettungsprogramme auf den Weg gebracht. Und es war auch richtig dafür, dass wir im Bund und in Hessen die Schuldenbremse ausgesetzt haben. Besser wäre noch gewesen, wir hätten sie endlich abgeschafft. Die Schuldenbremse, die hemmt Investitionen, sie verhindert die Finanzierung einer guten öffentlichen Infrastruktur und sie schadet kommenden Generationen. Die Schuldenbremse, die gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Wer zahlt jetzt für diese milliardenschweren Programme? Wer zahlt für die Krise? Diese Debatte ist längst eröffnet, und sie wurde eröffnet von der CDU. Kein Geringerer als Friedrich Blackrock Merz, der bekanntlich ein gern gesehener Gast in Hessen ist, fordert, alle staatlichen Leistungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Prüfstand zu stellen. Damit macht er nicht weniger, als in der Krise die Krise zu nutzen, um die Axt an die Wurzeln des Sozialstaats anzulegen. Wir sagen, das geht gar nicht. Aber damit nicht genug. Wie schauen die Vorschläge aus? Grundrente entsorgen, Mindestlohn absenken, Soli für die Reichen streichen. Die Liste an Grausamkeiten aus dem CDU-Gruselkabinett ist lang. Herr Finanzminister, da frage ich mich doch, wo sind da die Interessen der Beschäftigten, die Sie vorhin noch ins Feld geführt haben? Nein, die CDU, die verfährt in der Krise nach dem biblischen Motto, denn wer hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Mit Blick auf das C in Ihrem Parteiprogramm, da kann ich nur sagen, da gnade uns Gott, meine Damen und Herren. Kassiererinnen, Pflegekräfte, Paketboten, alle, die den Laden am Laufen halten, denen wird applaudiert, um dann am Ende eine solche Klientelpolitik hier zu servieren. Das finde ich nicht in Ordnung. Und jetzt droht auch noch weiteres Ungemach. Enorme Steuerausfälle sind zu erwarten. Und es ist doch absurd, angesichts dieser Steuerausfälle dann auch noch Steuersenkungen zu proklamieren. Ich sage, wer jetzt nicht für höhere Einnahmen sorgt, der muss sagen, wie er sonst Kürzungsorgien für Soziales, für Kultur und für den Klimaschutz verhindern will. Und es gibt ja gute Ideen. Statt zu kürzen, bis es quietscht, sollten wir endlich eine alte CDU-Idee wieder aufgreifen. Auch die GRÜNEN haben es einmal gefordert. Saskia Esken ist dafür. Der Lastenausgleich, eine einmalige Vermögensabgabe nach Artikel 106 des Grundgesetzes. Wir sagen, in der Krise ist Solidarität das Gebot der Stunde. Das muss auch für die gelten, denen es ohnehin sehr gut geht, meine Damen und Herren. Aber aktuell läuft es ja ganz anders. BMW schreit nach der Abwrackprämie, will gleichzeitig 2 Milliarden an Dividenden ausschütten, und von dem leistungslosen Einkommen würde fast 1 Milliarde an die Quanterben gehen. Das ist doch unerhört in dieser Krise. Ich finde, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, die gefährdet nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sie ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie. Und die Zahlen zeigen, wir brauchen endlich ein gerechtes Steuersystem, einen Spitzensteuersatz wie zu Helmut Kohls Zeiten. Das wäre doch einmal ein Anfang. Aus Ländersicht, wir sind ja hier im Hessischen Landtag, da brauchen wir die Wiedereinführung der Vermögenssteuer im Bund.
Ihr Aufkommen käme den Ländern zugute. Finanzminister Boddenberg hat sich letztens in der Hessenschau gefragt, wen meinen die denn da mit einer Vermögensteuer, die das fordern? Das erkläre ich Ihnen gern, Herr Finanzminister. Die erste Million ist frei. Machen Sie sich keine Sorgen. Darüber liegendes Vermögen wird mit 1% besteuert. Wer ein Vermögen von 2 Millionen € hat, müsste also 10.000 € Steuern zahlen. Ein verkraftbarer Beitrag, wie ich finde, für unser Gemeinwesen. Dafür sollte sich das Land Hessen endlich einsetzen, meine Damen und Herren. Wie formulierte es einst Bertolt Brecht? Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Armut und Reichtum, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist endlich an der Zeit, Reichtum zu begrenzen, um Armut zu überwinden. In der Finanzkrise 2008 haben die regierenden Parteien die Banken gerettet und die Menschen im Stich gelassen. Das darf sich nicht wiederholen. Als nächstes darf ich Frau Dahlke von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der jetzigen Phase der Corona-Pandemie hat die Politik im Kern zwei Aufgaben. Erstens muss die Grundlage von allem sein, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zweitens weiter zu verhindern. Und es wird versucht, die unmittelbaren Auswirkungen der Krise in sämtlichen Feldern abzumildern. Die Ansteckungszahlen und die hessischen Soforthilfeprogramme, über die wir ja heute Vormittag schon viel geredet haben, für die Wirtschaft, für die Stärkung des Gesundheitswesens und die Sicherung der sozialen Infrastruktur, zeigen, dass wir in Hessen in beiden Punkten einen ziemlich erfolgreichen Weg eingeschlagen haben. Und gleichzeitig werden wir hier im Juni im Landtag über den Nachtragshaushalt Nummer 2 debattieren. Da geht es dann vor allem um die Frage, wo es noch Bedarf an Förderung gibt und natürlich die Frage, wie die Liquidität des Landes gesichert werden kann bei den fehlenden Steuereinnahmen und der dramatisch hohen zusätzlichen Ausgaben, die auf uns zukommen werden. Für all das werden Summen benötigt, die bisher unvorstellbar waren, nicht nur in Hessen, sondern bundesweit. Und ich will ganz klar sagen, diese Summen sind ökonomisch auch vollkommen richtig. Sie zeigen uns, wichtig ist, dass wir zuallererst durch die Krise kommen und danach das Wiederanlaufen stimulieren. Und für die Rückzahlung stehen wir ohne Frage vor einer, ob man es jetzt Jahrhundertaufgabe nennt oder Herkulesaufgabe. Aber an dieser Aufgabe müssen sich nicht nur die Generationen, die heute die akuten Auswirkungen der Krise erleben, beteiligen, sondern eben ganz sicher auch zukünftige Generationen. In Hessen sind wir dafür vergleichsweise gut gerüstet. Die Vorgaben der Schuldenbremse konnten wir in den letzten Haushaltsjahren nicht nur stets einhalten, sondern sogar deutlich übertreffen. Wir konnten Schulden moderat tilgen und gleichzeitig solide investieren. Nachhaltige Finanzpolitik eben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind in der einigermaßen beruhigenden Situation, dass die Finanzierung von Krediten so günstig ist wie nie. Wenn wir davon ausgehen, dass die Konjunktur sich wieder erholt, sind zusätzliche Schulden erst einmal nichts, womit wir nicht umgehen können, auch wenn wir in den nächsten Jahren beachtliche Tilgungsraten vor uns haben. Dass DIE LINKE wegen Corona die Wunderwaffe Vermögenssteuer fordert, dürfte eigentlich niemanden überraschen, so nach dem Motto, was wir immer schon wollten. Dem geben wir jetzt eine neue Begründung. Herr Schalauske hat ja eben selber gesagt, die Vermögenssteuer ist die Wunderwaffe. Trotzdem ist die Frage, wer soll das bezahlen, richtig, und selbstverständlich brauchen wir einen fairen Lastenausgleich, und zwar in Bezug auf verschiedene Punkte. Erst einmal ist es wichtig, dass wir die Rückzahlung auf mindestens 30 Jahre strecken, um die Last eben auf mehrere Generationen zu verteilen und heute trotzdem noch Luft zum Atmen bzw. Geld für gute Politik zu haben. Außerdem, da erinnere ich mich an die Debatte, dass da vom Herrn Finanzminister gesagt wurde, dass das auch erst einmal Zahlen sind, die da reingeschrieben wurden, wo man natürlich noch einmal darüber diskutieren muss. Das ist, glaube ich, klar. Da erinnern wir uns dran. Außerdem, gerade während und nach der Krise gilt, dass starke Schultern mehr Last tragen können als schwache.
Das ist das Leistungsprinzip, das unserem Steuersystem zugrunde liegt. Aber das sollte eben nicht nur für das Steuersystem gelten. Es bedeutet auch, gerade jetzt an Angeboten für ökonomisch schwache Menschen festzuhalten und an allen Angeboten, die dem Zusammenhalt der Gesellschaft und der Chancengerechtigkeit dienen. Ein Fragezeichen will ich an dieser Stelle deshalb an manche Forderungen machen, wie wahllose Gratisleistungen, die die Teilhabe aller Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Bedürfnissituation subventionieren. Wie gesagt, Fragezeichen. Und fair ist es bei der Frage der Finanzierung auch, mit den heutigen Ausgaben in eine nachhaltige Zukunft zu investieren, in der die Wirtschaft mit den Zielen des Pariser Klimavertrags im Einklang ist. Die nachfolgenden Generationen müssen dann zwar auch die Corona-Schulden tilgen, aber profitieren dann wenigstens auch von einer zukunftsfähigen Infrastruktur. Also ist es unbedingt notwendig, dass wir uns grundsätzlich anschauen, wofür alle Subventionen ausgegeben werden und Subventionen, die dem Klima schaden, müssen abgebaut werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu guter Letzt, besondere Ereignisse haben in Deutschland schon öfter zu besonderen Formen des Lastenausgleichs geführt, wie z.B. der Soli nach der Wiedervereinigung. Und deswegen muss natürlich auch für die Folgen der Corona-Krise über besondere Finanzierungsformen nachgedacht werden. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Diese gesetzliche Regelung beziehen sich allerdings vor allem auf die Bundesebene. Da warten wir dann gespannt auf Ihre Vorschläge. Die Vermögenssteuer haben Sie jedenfalls nicht auf die Tagesordnung der Bundespolitik gebracht. Vielen Dank. Punkt. Danke. Danke, Frau Dahlke. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Schardt-Sauer gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wer zahlt für die Krise, fragt DIE LINKE. Auch wenn es nicht die erste Frage wäre, die mir bei einer gesundheitlich anspruchsvollen Krise einfällt, ist es aber eine interessante. Eine Antwort hat DIE LINKE natürlich auch gerade mitgeliefert, gerechtere Besteuerung. Die Linksfraktion hat dazu einen Klassiker aus der Mottenkiste gezaubert. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die Forderungen nach der Einführung der Vermögensteuer, Lastenausgleich, Reichensteuer, es geht ja um das Abschöpfen eines unverschämten Reichtums, wann die auftaucht. Und bis hin zu der Wortkreation, wo Sie sich allerdings fragen lassen müssen, wann irgendjemand in diesem Land eigentlich noch Steuern zahlen muss. Weil, wenn Sie sagen, unverschämter Reichtum, das darf es nicht geben, alle müssen gleich sein und Solidarität üben, das hat nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun, das ist Sozialismus. Und den wollen wir nicht. Das neue Spitzenduo der SPD war auch ganz fix bei der Sache. Frau Esken und Vertreter der LINKEN liefern sich ja teils einen Wettbewerb, ob einmalige Vermögensabgabe, Vermögenssteuer zu fordern, die verfassungsrechtliche, um mal wieder auf die Grundlagen zu kommen, einer gerechteren Besteuerung. Wir haben ja ein an rechtsstaatlichen Prinzipien orientiertes Besteuerungssystem, mal nicht so ganz vergessen. Es lohnt sich aber eigentlich nicht, weil in den ganzen Debatten, die wir all die Jahre führen, ignorieren Sie das. Was mich aber wirklich ärgert, ist der erneute Versuch, der Öffentlichkeit weiszumachen, Sie haben die Deutungshoheit darüber, wann eine Besteuerung sozusagen nicht mehr solidarisch ist und nur eine höhere Besteuerung sei wirklich gerecht. Schauen Sie sich einmal die Zahlen an. Deutschland liegt bei der Abgaben- und Steuerlast seit Jahren an der Spitze der OECD. Und nach unserer Überzeugung brauchen die Bürger und die Betriebe gerade jetzt Luft zum Atmen. Wer sich mal näher mit den aktuellen Steuerzahlen für Hessen, danke, April 2020 beschäftigt hat, wird erkennen, dass insbesondere die Steuern der Wirtschaftsteilnehmer, die das hier alles so machen, dass die und allgemein die Umsatzsteuer eingebrochen sind. Und werte Kolleginnen und Kollegen, wenn die, die leisten in diesem Land, wenn die leiden, dann müssen wir die Nachfrage, müssen wir da einschreiten und dort ansetzen, die eingebrochene Binnennachfrage ankurbeln, dadurch, dass wir Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und wir müssen die Unternehmen entlasten, sie im Kampf ums Überleben
unterstützen. Und wie gesagt, werte Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, eine Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer ist kontraproduktiv hinsichtlich der Möglichkeit der Entlastung. Und das können Sie in einer Debatte von freien Demokraten dann auch erwarten. Ist die Abschaffung des seit 1. Januar 2020 aus unserer Sicht verfassungswidrigen Solidaritätszuschlages. Das wäre gerecht. Und es ist schön, dass es einmal wieder Stimmen aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gibt, die eine Abschaffung, und zwar eine vollständige Abschaffung, befürworten. Wir hoffen sehr, dass bei der CDU nicht wieder das altbekannte Vorwahlversprechen, es gibt ja so Strichlisten, wie oft Merkel das versprochen hat, bleibt. Werte Kolleginnen und Kollegen, bei der Frage der Vermögensteuer geht es ja auch darum, jetzt um ein bisschen schon auch mal ins Steuersystem zu gehen. Was ist dann der Zweck der Vermögensbesteuerung? Und man muss unterscheiden, weil die Forderung nach Einführung der Vermögensteuer seitens der Linksfraktion in Hessen ja sozusagen in guten wie in schlechten Zeiten, egal wie viel da ist, auch in Zeiten mit den höchsten Steuereinnahmen erhoben wurde. Wir haben aber, und das ist unser Appell, es wurde mehrfach gesagt, der Blick auf die Herausforderungen, der Blick auf die Steuereinbrüche, die Wünsche und Vorstellungen, die sich sicher in einem gesunden demokratischen Diskurs unterscheiden werden, wie man da rangeht. Aber wir haben mit einer historischen Lage sicher unstrittig bei der Steuerschätzung umzugehen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben ein ganz anderes Fundament für die Frage der Besteuerung. Niemand, auch die LINKEN, können einfach so weitermachen wie bisher. Die Anforderungen, wie wir das finanzpolitisch, das werden sicher noch spannende Debatten werden. Das Geld, das Sie immer so freigebig verteilen, werte Kolleginnen und Kollegen, muss erst erwirtschaftet werden, bevor man es ausgeben kann. Frau Schardt-Sauer, aus Gerechtigkeitsgründen weise ich auf die Redezeit hin. Und ein Satz zum Schluss. Es wird zum Großteil von denen erwirtschaftet, die Sie verdächtigen, unverschämt reich zu sein. Es wird von denen erwirtschaftet, die leisten. Die möchten wir nicht bestrafen. Und deshalb bleiben Sie mit Ihrer Mottenkiste zu Hause. Danke. Danke, Frau Schardt-Sauer. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Pohl das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ein kurzer Rückblick. In den Beratungen des Haushalts 2020 beantragte die Fraktion DIE LINKE wahrscheinlich im Rahmen sozialer, demokratischer und friedensstiftender Reformen zur Überwindung des Kapitalismus die Wiedereinführung der Vermögensteuer, das uralte Mantra der LINKE, alle Jahre wieder. Wie bereits von uns dargelegt wurde, ist die Idee, aus einer ganzen Reihe von Gründen abzulehnen. Aufzuzählen wären da, dass die zur Vermögensbildung notwendigen Einkommen bereits versteuert wurden, dass die Erhebungskosten der bis zum Jahre 1997 erhobenen Vermögensteuer ein Fünftel des gesamten Betrages schon verzehrt haben. Zudem sind die Bürger bereits jetzt in unerträglicher Höhe und weitaus stärker als alle anderen Staatsbürger anderer Nationen durch Steuern und Abgaben belastet. Weitere Umverteilung würde das bereits stark strapazierte Vertrauen der Leistungsträger in das Grundversprechen der sozialen Marktwirtschaft, nachdem sich Leistung lohnen muss, endgültig verspielen. Wie wir alle wissen, lässt der haushaltspolitische Sprecher der LINKEN keine sich ihm bietende Gelegenheit aus, die seiner Partei eigenen Umverteilungs- und Enteignungsfantasien zu propagieren. Dass auch die jetzige Situation instrumentalisiert werden würde, war zu erwarten. Aber hiermit ist die LINKE nicht allein. Derzeit werden von allen Seiten zumeist unpassende historische Parallelen bemüht, um den alten, eigenen Forderungen im Kontext von Corona
Auftrieb und neue Berechtigung zu verleihen. So muss beispielsweise für die gemeinsame Aufnahme europäischer Schulden der Marshallplan, welcher nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau des in Trümmern liegenden Kontinents geschaffen wurde, herhalten. Auch bei Ihrem vorliegenden Antrag bemühen Sie den Begriff des Lastenausgleichs. Da drängt sich unweigerlich ein historischer Bezug auf. Das Lastenausgleichsgesetz aus dem Jahre 1952 verpflichtete deutsche Bürger zu einer unvorstellbaren Solidarleistung. Es sah Abgaben in Höhe des hälftigen Vermögenswertes vor und stellte somit einen maßgeblichen Eingriff in die Eigentumsrechte dar. Der damalige Lastenausgleich mag in Anbetracht der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den ehemaligen Ostgebieten und den damit einhergehenden Verlust von Haus und Hof, den Vertriebenen zu beklagen hatten, seine Berechtigung gehabt haben. Nicht aber in der jetzigen Situation, dass Sie in Ihrem Bezug zu einem Instrument herstellen, das insbesondere für Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus der DDR geschaffen wurde, ist ohnehin sehr verwunderlich. Haben Sie es doch nicht so mit Flüchtlingen, wenn Sie denn deutsch sind. Allein, dass es einen Landesbeauftragten für Vertriebene gibt, hat ja für Sie bereits völkischen Charakter. Wenn Sie als Fraktion der LINKEN, wenn Sie Vermögensabgaben für erstrebenswert halten, gäbe es immer noch die Möglichkeit, dieses aus dem Vermögen Ihrer Vorläuferpartei zu tätigen. Leider entzieht sich dieses Vermögen aufgrund einer bis heute erfolgreichen Strategie der Verschleierung, so die unabhängige Untersuchungskommission des Bundestages, Herr Schalauske, Ihren eigenen Umverteilungswünschen. Wie unpraktisch ist das? Vielleicht können Sie als Rechtsnachfolger der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dennoch ein gutes Werk bei Ihren Genossen einlegen. Nutzen Sie Ihre Kontakte, gehen Sie mit gutem Beispiel voran, zeigen Sie sich solidarisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Weiß das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! DIE LINKE hat versucht, im Titel der Aktuellen Stunde die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Kosten der Krise miteinander zu verbinden. Ich finde das nicht so ganz glücklich. Ich finde das nicht so ganz glücklich und will versuchen, das auch ein bisschen zu differenzieren in meinem Beitrag, auch wenn ich gern zu beiden Sachen etwas sagen möchte. Vor kurzem hat die EZB die neue HFCS veröffentlicht. Das steht für Household Finance and Consumption Survey und ist die EU-weite Erhebung, die die umfassendste Grundlage zur Untersuchung der Vermögensverteilung und damit eine wichtige Basis zur Ungleichheitsforschung bildet. Ein wichtiges Ergebnis dieser EZB-Untersuchung ist, der Anteil der Nettovermögen, der im Eigentum der unteren Hälfte der Vermögensverteilung steht, liegt in Deutschland bei 2,7%. Nur die Niederlande liegt in der EU noch dahinter. Das heißt nichts anderes, als dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung so gut wie kein Nettovermögen besitzt. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie um eine Belastung von Vermögen gar nicht drum herum kommen, wenn sie die Schere zwischen Arm und Reich schließen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die SPD möchte diese Schere weiter schließen, zum einen, weil es ökonomisch klug ist, zum anderen, weil es aber auch gesellschaftspolitisch klug ist. Und die SPD hat ein sehr ausgefeiltes Konzept für eine Vermögensbesteuerung. Im Gegensatz zu den GRÜNEN dürfen wir da auch drüber reden. Die haben ja auch die Vermögenssteuer im Programm stehen, dürfen da aber offiziell nicht mehr drüber reden, um neue bürgerliche Wählerklientele nicht zu verschrecken. Also wir reden da ganz gerne drüber. Unser Konzept
besagt, dass die Steuerbelastung sich auf besonders reiche Teile der Bevölkerung konzentrieren soll, was wir durch hohe persönliche Freibeträge sicherstellen wollen. Wir wollen eine Besteuerung, die sich orientiert an dem Modell der Schweiz. Das heißt, neben natürlichen Personen sollen auch juristische Personen, insbesondere Kapitalgesellschaften, eigenständig der Vermögenssteuer unterliegen. Die verfassungsrechtlichen Probleme bei der Bewertung des Vermögens werden korrigiert. Die Bewertung insgesamt auch bei Grundstücken orientiert sich grundsätzlich an den Maßstäben der Erbschaftssteuer. Und aus unserer Sicht werden mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet. Die Verschonungsregelungen zur Vermeidung von Substanzbesteuerungen werden entsprechend eingebaut. So sieht eine moderne und vernünftige Vermögensbesteuerung aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist aber zu einfach, bei der größten Rezession der Geschichte einfach nur eine Vermögenssteuer zu fordern. Ich finde es ein bisschen schade, meine Linke und FDP, die spielen sich ja so ein bisschen den Ball dazu. Die machen ja immer das Gleiche. Die Linke fordert immer Steuern rauf, die FDP fordert immer Steuern runter, völlig egal, wie die Parameter gerade sind. Ob wir 5 Millionen Arbeitslose haben, 2 Millionen Arbeitslose, ob wir ein Wirtschaftswachstum von 3% haben oder einen Einbruch des BIP um 6,3%, immer das Gleiche, Steuern rauf, Steuern runter. Ich glaube, wir müssen überlegen, ob wir für diese Jahrhundertkrise nicht etwas Passgenaueres finden und sollten darüber auch diskutieren. Wenn dann, wenn nicht jetzt. Aber darüber diskutieren bitte über vernünftige Vorschläge. Dazu gehört unseres Erachtens zum Beispiel nicht die Schuldenobergrenze, die Herr Söder fordert. Das kann er gerne für sich selber beschließen. Dann fließen von mir aus alle Bundeshilfen, die über 100 Milliarden € liegen, halt nur noch in die anderen 15 Länder, dann nicht mehr nach Bayern. Dieser Vorschlag von Herrn Söder ist schlicht populistisch und ökonomisch töricht. Noch törichter ist der Vorschlag der CDU, in dieser Situation den Mindestlohn zu senken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe wirklich gedacht, ich lese nicht richtig. Gestern noch den Leuten, die in den systemrelevanten Berufen für uns den Laden am Laufen halten, auf Balkonen Beifall klatschen und heute denselben Leuten den Mindestlohn kürzen wollen. Das ist dreist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist dreist, das ist respektlos, und das wird es selbstverständlich mit der SPD nicht geben. Wie kann man eigentlich 10 Milliarden Soli-Entlastung für die reichsten 10% der Bevölkerung fordern und gleichzeitig eine Absenkung des Mindestlohns wollen, ohne vor Scham im Boden zu versinken? Das ist mir wirklich unbegreiflich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen über andere Instrumente diskutieren, wofür Aktuelle Stunden jedoch nicht ausreichen. In der Hessischen Verfassung steht die Einnahmeverantwortung drin. Die SPD hat es übrigens gemacht. Ohne Umstände, die da nicht drin. In der Bundesverfassung steht die einmalige Vermögensabgabe zur Krisenfolgenbewältigung drin. Auch darüber kann man reden, auch wenn das Geld dem Bund zufließen würde im Gegensatz zur Vermögensteuer. Wir sollten jetzt auch sprechen über die Dauer der Tilgung von Krediten, die wir aufnehmen. Das ist eben auch schon angesprochen worden. Ein Tilgungsplan über 7 Jahre bzw. 10 Jahre, wie beim ersten Nachtragshaushalt, wird es mit uns nicht mehr geben. Und es macht Sinn, die Tilgungsfristen je höher zu wählen, desto höher die Kreditaufnahme ist. Ich finde es spannend, dass der Kandidat der CDU zum Bundesvorsitz, Norbert Röttgen, sogar vorschlägt, Corona-Kredite überhaupt nicht zurückzuzahlen. Er unterstützt die Idee von George Soros von sogenannten Ewigkeitsanleihen, auf die nur Zinsen gezahlt werden, aber die nie zurückgezahlt werden. Interessante Überlegung, die von einem CDU-Parteivorsitzkandidaten geteilt wird. Auch darüber können wir gerne diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte zeigt, und das ist der letzte Satz, Herr Präsident, dass wir kluge Lösungen für die Belastungen durch die Corona-Krise brauchen. Es kann nicht sein, dass die Schwächsten die Lasten tragen, und es kann auch nicht sein, dass die Lasten einer Jahrhundertaufgabe nur einer Generation aufgebürdet werden. Herzlichen Dank. Danke, Herr Weiß. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Reul zu Wort gemeldet. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Marius Weiß, ich will nicht viel dazu sagen, aber das Thema Bundestagswahlkampf, das haben wir im Moment noch nicht. Das behandeln wir vielleicht mal später dann gemeinsam an dieser Stelle. Deshalb will ich gleich darauf eingehen, was Kollege Schalauske zu eingangs seiner Aktuellen Stunde gesagt hat. Er hat davon gesprochen, unverschämter Reichtum. Schon diese Dialektik sagt einiges darüber aus, über die Geisteshaltung.
Des Weiteren hat er ausgeführt, die Schuldenbremse gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere an dieser Stelle daran, 70% der Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben die Schuldenbremse in unsere Verfassung geschrieben. Und Sie sagen, sie gehört auf den Müllhaufen der Geschichte? Ich glaube, Sie sollten sich einmal überlegen, was Ihr Staatsverständnis ist an dieser Stelle. Aber man hat es schon gespürt. Dieses Thema ist ja das Thema, was bei den LINKEN immer präsent ist, auch bei Ihnen, Frau Kollegin Wissler. Aber Kollege Schalauske bringt es ja immer normalerweise am Ende der Haushaltsdebatten. Es wurde vorhin schon ausgeführt. Aber letztendlich hat man das gespürt, wie er hier gesprochen hat. Er hat die Maske fallen lassen, die Ideologie kam durch, der Enthusiasmus, die Begeisterung dafür, jetzt endlich einmal eine Aktuelle Stunde dazu zu haben, zu seinem Thema, was ihn eigentlich immer am meisten bewegt. Deshalb lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat fortführen. Eine Aussage einer Unternehmerin, ich zitiere, eine Vermögensabgabe wäre für Sie und Ihren Betrieb so, als würde man einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwerfen, um nur danach ihn unter Wasser zu drücken. Meine sehr geehrten Damen und Herren und Kolleginnen, ich glaube, dieses Bild zeigt es sehr plastisch, um was es hier geht. Es sagt eigentlich alles aus über eine Vermögensteuer, eine Vermögensabgabe. Theoretisch könnte man an dieser Stelle die Rede beenden. Das will ich Ihnen aber nicht ersparen, weil ich habe noch weitere Argumente, die ich Ihnen gerne an die Hand geben möchte, damit Sie auch darüber noch einmal gemeinsam nachdenken können. Ja, es ist schon sehr spannend und interessant, dass die LINKEN sich jahrelang gegen eine Schuldenbremse gewehrt haben und Kreditaufnahmen befürworten und jetzt angesichts von massiven Staatsausgaben mithilfe einer Vermögensabgabe die Staatsfinanzen stützen möchten. Dies ist ein Widerspruch in sich selbst, aber vielleicht kann der ja auch an anderer Stelle noch einmal aufgeklärt werden. Und wie gesagt, es wurde ja auch angeführt, so was die Luftbuchungen, die Sie vorgenommen haben bei der letzten Haushaltsberatung, wo Sie gesagt haben, alles das, was Sie beantragt haben, möchten Sie durch dann eine Vermögenssteuer unterstützen. Aber, und jetzt kommt ja das Besondere daran, noch nicht einmal Ihr Kollege Ramelow hat auf Bundesebene einen Gesetzentwurf eingebracht, um eine Vermögenssteuer einzuführen. Dann reden Sie doch einmal mit Ihrem Kollegen und bringen Sie auch einmal wirklich dann Taten zu Ihren Worten und reden Sie einfach nicht nur darüber und meinen damit, Sie können an dieser Stelle dann auch Wählerinnen und Wähler überzeugen. Das IFO-Institut hat zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im Jahre 2017 eine Studie durchgeführt, die sich mit den Auswirkungen einer Vermögenssteuer befasst hat. Die Ergebnisse sprechen für sich. Danach würde die Einführung einer Vermögenssteuer Investitionen, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Deutschland dämpfen. Die Einführung einer solchen Steuer würde wie eine massive Erhöhung der Ertragssteuersätze wirken, insgesamt jedoch zu einer insgesamt sinkenden Steueraufkommen führen. Das liegt daran, dass die Einnahmen aus dieser Vermögenssteuer mit größeren Verlusten bei Einkommens- und Konsumsteuern erkauft würden. Der Vermögensteuersatz von nur 1% hätte der Studie nach zur Folge, dass das jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes um insgesamt 0,3% niedriger ausfallen würde, hat also eine sofortige dämpfende Wirkung. Insbesondere bei ausländischen Investoren sei nach Einführung einer Vermögensteuer mit einer Kapitalflucht aus Deutschland zu rechnen. Auch die Beschäftigung, und da hören Sie bitte genau zu, in Deutschland wäre ausweislich dieser Studie um insgesamt 1,9% geringer. Sie würden also mit der Einführung einer Vermögensteuer automatisch zu höherer Arbeitslosigkeit führen. Ob Sie das wollen, sollten Sie vielleicht noch einmal überlegen. Und natürlich klingt es toll, wenn man vermeintlich von den sogenannten Superreichen, denen das Geld wegnimmt und es den Ärmeren gibt. Aber dies ist im Grunde genommen so wie bei Robin Hood. Und wie gesagt, Herr Schalauske, vielleicht sind Sie ja auch Robin Schalauske an dieser Stelle, und wir sind sehr gespannt für die Zukunft, wie Sie dies dann an dieser Stelle auch umsetzen wollen. Deshalb, eine Einführung dieser Vermögensabgabe hätte demnach verheerende Folgen für die Wirtschaft und auch für die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was wir jetzt benötigen, sind Wachstumsimpulse, um Arbeitsplätze zu sichern und damit auch wieder für höhere Einnahmen zu sorgen. Ich komme gleich zum Ende. Nein, nicht gleich. Jetzt. Ja, mit einer Vermögensabgabe zerstören Sie Arbeitsplätze, und die Steuereinnahmen werden sinken. Sie können ja im Rahmen Ihrer politischen Ideologie weiterhin so arbeiten, aber die Widersprüche werden Sie nicht aufklären können. Ganz herzlichen Dank. Danke, Herr Reul.
Für die Landesregierung spricht Staatsminister Boddenberg. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, wir alle haben erwartet, die Linken natürlich selbst am meisten, dass relativ zeitnah das Thema Vermögensteuer wieder auftauchen würde. Insofern ist das keine Überraschung, für mich jedenfalls heute Morgen. Und um es einmal gesagt zu haben, weil häufig bei diesem Bild, das Sie stellen wollen, dass es um die Superreichen geht und häufig der Name der Familie Quandt fällt, ich will es nur einmal sagen, man kann zur Geschichte dieser Familie eine Meinung haben. Aber ich glaube, eines darf man auch hin und wieder erwähnen, wenn es diese Familie seinerzeit nicht gegeben hätte, dann hätte es BMW nicht mehr gegeben, eines der größten und weltweit erfolgreichsten Automobilunternehmen mit vielen 10.000 Beschäftigten. Ich finde, das gehört dann schon auch zur Würdigung dieser Familie dazu. Kolleginnen und Kollegen, wir haben, und man muss, wenn man sich über die Vermögensteuer in diesem Hause austauscht, wir haben eine spannende Geschichte dieser Steuer. Und abgeschafft worden ist sie Mitte, Ende der 90er Jahre aus Gründen, die ich, glaube ich, hier nicht im Detail erläutern kann aufgrund der knappen Zeit. Aber es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil es Problematiken gab, rauf und runter, das Vermögen zu definieren, was denn besteuert werden soll. Beispielsweise die damals unzureichende Trennung oder Gleichschaltung, muss man besser sagen, zwischen Kapitalvermögen auf der einen Seite, Immobilienvermögen auf der anderen Seite. Die Verkehrswertermittlung des Immobilienvermögens seinerzeit war unzureichend, weshalb der Gerichtshof, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, erklärt hat, dass diese Steuer verfassungswidrig sei, aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes. Daraus ist dann eine Debatte geworden Ende der 90er Jahre. Ich will nur der guten Ordnung und Vollständigkeit halber sagen, an der sich auch die SPD seinerzeit sehr beteiligt hat. Hans Eichel und Herr Schröder, Bundeskanzler seinerzeit, haben es schlicht abgelehnt, diese Steuer wieder einzuführen, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Einige sind eben übrigens von Herrn Reul genannt worden. Also, wir haben und hätten auch heute das gleiche Problem zunächst einmal zu lösen. Und das alleine zu administrieren, sagen manche Experten, würde 10% des Aufkommens, von dem Sie dauernd reden, schon auffressen, alleine in der Steuerverwaltung. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb ich es für falsch halte, jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt über Steuererhöhungen zu reden. Das ist völlig kontraproduktiv. Und b, auch noch einmal auf die unterschiedlichen Belastungen unterschiedlicher Teile der Bevölkerung eingehen möchte. Man muss es ja immer wieder einmal erwähnen, wenigstens, dass der Anteil der 10% Höchstverdiener in unserem Land an gesamtem Steueraufkommen immerhin 55% beträgt und die internationalen Vergleiche, die die Linken immer wieder anstellen, natürlich auch hinken. Weil, wenn man Deutschland mit anderen Ländern auf diesem Globus vergleicht in der Frage der Substanzbesteuerung, ja, dann hat man in der Statistik ein deutliches weniger Besteuern von Substanz in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat aber in allererster Linie damit zu tun, Herr Schalauske, dass die Grundsteuer, also die Steuer auf Grund und Boden in Deutschland, deutlich niedriger ist als in allen diesen Vergleichsländern, die Sie immer wieder anführen. Und dann frage ich, wollen Sie die Grundsteuer in Deutschland vielleicht auch demnächst erhöhen, dass die Mieterinnen und Mieter und diejenigen, die Immobilien besitzen, und Sie haben von der Dame gesprochen, die ein Einfamilienhaus hat, sollen die den Teil beitragen? Also, das wollen Sie auch nicht. Insofern hören Sie auf mit diesen statistischen Vergleichen, die sich niemals sauber herstellen und valide darlegen lassen. So, und Herr Schalauske, dann will ich noch einmal auf das kommen, was dauernd von Ihrer Seite vorgetragen wird. Also, Vermögensteuer rettet irgendein Problem. Nur mal so zur Relation. 10 Milliarden Euro ist das, was immer wieder mal skizziert wird von unterschiedlicher Seite Steueraufkommen. Ich habe gesagt, davon gehen 10-15% weg für die Administration, aber geschenkt. Gesamtsteueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland 800 Milliarden. Also, um mal die Verhältnisse vielleicht ein bisschen darzulegen, wie groß ist denn die Problemhilfe einer Vermögensteuer, wie Sie sie wollen. Ja, und letztendlich führt das bei mir dazu, dass ich glaube, wir über andere Fragen zu reden haben als über Vermögensteuern. Wir haben nach und in dieser Krise, zur Bewältigung dieser Krise, auch über einige sehr grundsätzliche Fragen unserer Volkswirtschaft und unserer Wirtschaftspolitik zu reden. Das ist mir 10-mal wichtiger als eine Debatte, wie Sie sie führen wollen. Und die ist auch dringend überfällig und notwendig. Und da Sie immer wieder versuchen, diese Bilder zu stellen, ich habe die Familie, oder Sie haben besser gesagt, die Familie Quandt genannt, und mir und uns dann in der Debatte erklären, naja, den kleinen Mann trifft es ja nicht, will ich noch einmal zur Geschichte der Vermögensteuer kommen, um das, was Sie in der Gerechtigkeitsdebatte anfügen, hier noch einmal aufzugreifen.
Die letzte Vermögenssteuer, die 1997 abgeschafft worden ist, hatte eine Freigrenze von 120.000 D-Mark pro Familienmitglied. 120.000 D-Mark. 9 Milliarden D-Mark Steueraufkommen. Das können wir jetzt einmal in Euro auf das Jahr 20 Jahre später oder gut 20 Jahre später, 2020, 2021 transferieren. Dann reden wir über solche Freibetragsgrenzen, weil sonst kommen Sie nicht zu diesem Steueraufkommen. Und das wiederum bedeutet für mich, und das habe ich in der Hessenschau, die Sie, glaube ich, angesprochen haben, gesagt, am Ende führt das dazu, dass Oma Lenas Kleinhäuschen mit besteuert wird. Sonst kommen Sie nicht zu diesem Steueraufkommen. Herr Boddenberg, zur Erinnerung. Und insofern habe ich manchem nichts hinzuzufügen. Der SPD will ich nur in Erinnerung rufen, dass es alle Pirouetten bei dieser Steuer gab. Alle, wirklich alle. Und irgendwann einmal der Vorgänger von Nancy Faeser als Fraktionsvorsitzender, manche sagen, mein Freund Thorsten. Thorsten Schäfer-Gümbel hat so mitten in dieser Debatte irgendwann einmal auf die Frage des Spiegels, Sie wollen jetzt die Vermögensteuer doch nicht mehr, wortwörtlich geantwortet, die SPD sollte nichts fordern, was nicht umsetzbar ist. Die Vermögensteuer ist verfassungsrechtlich machbar und bürokratisch überschaubar, aber Firmen in wirtschaftlicher Schieflage können durch die Vermögensteuer existenziell belastet werden. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Steuer wollen, müssen Sie sagen, dass Sie kleine Einkommen, kleine Vermögen besteuern wollen, um auf diese Größenordnung zu kommen. Und zum Zweiten müssen Sie sagen, Mittelstand, Handwerk und viele andere werden diese Zeche mitbezahlen. Und das gehört zu dieser gesamten Debatte jeden Tag dazu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Herr Finanzminister. Auch diese Aktuelle Stunde haben wir abgehalten.